we shall begin Ja, das ist doch super. Mit den letzten Worten der ersten Folge der Game of Thrones Season 7 starten wir diesen Podcast. Guten Und, Morgen da draußen. Ja, guten Morgen. Ich finde, das sollte mit Spoilern auch genug sein. Ja, nee, ich würde nie was spoilern. Aber was schon erstaunlich war, ist, dass wirklich in der allerersten Folge jetzt, wie heißt der Jon Snow jetzt? Jon Stark heißt der doch jetzt offiziell nach seiner... Genau. Und die Daenerys sich äh, gleich duellieren und einer von beiden stirbt. Das ist der Hammer. Aber es ist natürlich auch genial, weil dadurch, also die, die Showmacher sich im Prinzip ein Drittel ihrer gesamten Probleme, wir wollen sie den ganzen Mist zu Ende führen, sich jetzt quasi äh, sich dessen entbunden haben. Naja. Aber jetzt wird wahrscheinlich Tyrion äh, die ähm, wie heißt denn die andere? Cersei ehelichen. Das heißt ja, ja. Und dann gibt es nochmal Inzest. <laughs> <laughs> Und ich rede <laughs> natürlich absoluten Blödsinn. Nein, das, das passiert natürlich nicht, was ich gerade erzählt habe. Aber gut. geht doch glaube ich gar nicht, weil der näheres unterwegs ist nach äh, nach nach, nach äh, Nein, nach nein, sie ist da. Okay. Sie oder sie kommt. Ja, sie kommt an. Damit fängt es an quasi so am Ende. Also ihr merkt, ich habe die neue Folge noch nicht gesehen. Werde sie äh, ja heute Abend oder morgen Abend dann mal ja. anschauen. Aber ähm, ich, ich, ich bereite mich ernsthaft auf den Montagmorgen-Podcast ja, genau. vor und <laughs> habe sie angeguckt. Und ähm, braucht das aber auch, weil wir einen Off-Topic-Cast im Spieleveteran-Podcast diese Woche aufnehmen. Ja, aber jetzt sind wir im Momoka und wir haben sehr viel für euch mitgebracht. Freut ihr euch schon? Yay. Also zum ersten werden wir ab jetzt äh, die restliche Folge das äh, Titellied von <laughs> Game of Thrones summen. Und dann könnt ihr uns ähm, per Hörerfragen auch weitere äh, Melodien vorgeben, wenn ihr wollt. Also das wünschen wir Idee. uns zum Beispiel eine besondere Melodie von Hast du gerade ein Mystery Goal aufgedeckt? Nein, oh, ach, die Mystery Goals. Mein Herr. also genau, gut, dass du sagst, ich hätte es vielleicht sogar vergessen. Vielen, vielen Dank für die enorme Unterstützung bei äh, der Tokyo Game Show und Tokyo ähm, Langer Show Crowdfunding-Aktion. Äh, also stand jetzt immer bei 5400 Euro. Das hätte ich auch nicht gedacht nach äh, einer Woche und anderthalb Tagen. Ähm, ja, super. Und das, das heißt, dass vielleicht sogar die Mystery Goals äh, in erreichbare Nähe rücken. Äh, die gibt's schon, die sind ausgearbeitet, aber werden ja erst, das erste wird aufgedeckt ab 6000 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste schaffen, das, ähm, äh, na, har harah, äh, was, wonach's aussieht, wenn wir dann noch das nächste schaffen, was ja das tgs messevideo ist, ähm, dann wird auch das erste Mystery Goal enthüllt. Ja, und dann schauen wir mal, ob euch das anmacht oder abmacht. Und das nächste wird dann nochmal ein zweiter enthüllt, also zwei weiter enthüllt. Und ich glaube, das erste Mystery Goal, wenn das geschafft würde, würde es das letzte enthüllen, das wirklich ein ganz besonderes ist. Naja. Ja, ähm, Hund, Katze, Maus, Tokyo Game Show. Da kam noch nicht die Anmeldung. Nee, nee die Akkreditierungsmail kam noch nicht. Also, dass man sich akkreditieren kann. Aber das erste Update habe ich rausgeschickt gestern. Und ähm, für die, die es nicht bekommen haben, äh, sorry, also, weil sie sich vielleicht erst ab äh, Samstagabend oder so angemeldet haben. Sorry, da ging es halt jetzt um das, ja, um die eigentliche Crowdfunding-Geschichte, was da so an Planung dahinter steckt. Und ähm, ich habe auch mal jetzt in den Kalender geschaut. Es sind nur noch zehn Wochen, bis ich fliege. Das heißt, es muss in zwei Wochen zwei Folgen geben. Ähm, und, oder neun Wochen sind es neun, neuneinhalb Wochen oder so. Ich muss nochmal nachgucken. Also, auf jeden Fall muss ich zwei Woche. doppeln. Und vielleicht mache ich das schon in dieser Woche, die erste Doppelung. Gucken wir mal. Und wenn ihr halt dabei seid, dann mit einer Spende und einer Medaille, dann kriegt ihr die auch. Und ähm, ja, dann haben wir Dinge gespielt, oder? Hast du Dinge gespielt? Ich habe Dinge gespielt. Unter anderem habe ich Rhyme ein wenig weitergespielt auf der Xbox. Ähm, ja, finde ich wirklich sehr nett, das Spiel. Also, es macht mir auch Spaß, aber ich kann es nicht irgendwie zwei, drei Stunden am Stück spielen. Wobei ich glaube, wenn man es drei Stunden am Stück spielt, dann reichen ja zwei Sessions, dann ist man durch. Ähm, die Insel gefällt mir wirklich sehr gut, so wie die, sie designt ist. Die Rätsel äh, sind so genau das Richtige zwischen Überlegen und zu hohem Anspruch. Aber äh, wenn ich das in dreiviertel Stündchen, Stündchen gespielt habe, dann reicht es auch erstmal wieder und dann äh, spiele ich es ein paar Tage später. Nochmal weiter. Also, das könnte noch was dauern, bis ich da mal endlich durch bin. Und dann habe ich äh, immer noch nicht groß weitergespielt, aber also immer noch nicht äh, richtig weit fortgeschritten, aber ich habe es mal richtig angefangen. Und zwar Dank an Rondpa auf der Vita. Äh, ich wollte mir mal eine Visual Novel angucken und da habe ich meine Frage an die Visual Novel Interessierten oder die Visual Novel-Fans. Ist das normal, dass man so in der ersten Stunde schon mehrmals immer wieder diesen, diesen grundtenor und das äh, Grundsetting erklärt kriegt. Also bei Danganronpa ist es so, dass man äh, als, äh, als, als neuer Schüler in einer Eliteschule aufwacht und diese Schule ist von innen verbarrikadiert, also die Fenster mit Metallplatten zu und äh, ja, man ist dann halt mit, 15 an, äh, mit, nee, mit 14 anderen äh, Schülern da eingeschlossen. Und dann kommt so ein diabolischer Teddybär, sage ich mal, der einem dann klar macht, ihr kommt hier nur raus, wenn ihr jemanden umbringt. Und es äh, ist aber zusätzlich noch so, wenn du jemanden umbringst, dann dürfen die anderen das nicht mitkriegen, weil wenn du dann in diesem Trial, oder wie sie es nennen, halt aufgespürt wirst, dass du der Mörder warst, dann äh, wirst du halt umgebracht, anstatt rauszukommen. Und äh, diese, diese Grundprämisse, die wird einem am Anfang so oft erklärt und immer wieder auch so offensichtlich vorgehalten, dass ich mich da schon ein bisschen für äh, dumpf äh, verkauft fühle. So also am Anfang. Hm. Ich meine, das können die einem ein zweites Mal erzählen. Äh, äh, ja, wenn ihr jemanden umbringt, dann. Kommen die hier raus? Ich denke, das ist auch so ein bisschen meine Schuld. Also die haben einfach ein Let's Play mit mir gesehen oder auch zwei und haben Ja, aber gedacht, es geht jetzt ganz um die Orientierung. <laughs> ja, aber auch so um Sachen mitkriegen. Also wahrscheinlich haben sie sich gesagt, dann machen wir es lieber noch einmal mehr. Vielleicht ist da ein Deck 13 Mitarbeiter involviert gewesen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, in den Kommentaren, wenn ihr mir da mal kurz Bescheid gebt, ob das äh, für Visual Novels vielleicht sogar völlig normal ist und ob das in diesem Spiel auch äh, vielleicht nach drei, vier, fünf Stunden des Spielens äh, deutlich runtergefahren wird. Ja, klingt nach japanischem Spieldesign, auf jeden Fall. Um, ja, ich habe tatsächlich, oh, jetzt hört mal weg, falls ihr eine der, Moment, hm, falls ihr eine der, um es um ein bisschen abzuschwächen, falls ihr eine der SDKs der letzten fünf Wochen äh, gesehen habt, Hüstel, hört mal weg, falls ihr sie. Hä? Bin ich doof? Nein, falls ihr die einzige SDK der letzten fünf Wochen nicht gesehen habt, genau, dann hört mal weg die nächsten 30 Sekunden. Aber ich habe tatsächlich Battlegrounds, äh, Weitergespielt, ja. Und ähm, allein. Und meine Wertung, ähm, ja. Also allein macht es mir nicht so viel Spaß. Ähm, weil äh, A ist viel mehr los. Ist ja klar, wenn man wenn man die 100 durch zwei schon mal teilt, weil ja fast alle so schlau werden sein werden und am, Ding, äh, am selben Ding abspringen werden. Und jetzt hast du halt wirklich auch Einzelkämpfer, aber auch und also ich habe vier fünf Partien gespielt und habe keine einzige gehabt, wo ich nicht gleich äh, eine Landung von mindestens einem im, im allernächsten Umkreis hatte. Und ich habe alles versucht bei diesen fünf Starts ganz früh, ganz spät in der Mitte. Und das Zweite ist, ich bin offensichtlich unfähig. Also ich bin, einmal habe ich lange durchgehalten, weil ich kaum mich bewegt hatte und glücklicherweise dort saß, wo der Kreis hin ist. Ja dann kommt irgendwann einer rein und er schießt mich und ich war drin, hab das Auto anfahren hören, hab mich auf die Lauer gelegt mit einer Kalaschnikow und ich hab's nicht geschafft, ihn umzubringen. Ich, ich bin einfach zu schlecht. Ein anderes, ein anderes Mal erschießt mich halt an den ersten Sekunden, wo ich mich nach der ersten Waffe ja, bücke. Ja. Er hat schon eine, da kannst nichts machen. Wieder ein andermal hatte ich eine Schrotflinte, hab auf einen geballert, der mich nicht gesehen hat, der, der, der hinten im Raum Sachen aufgenommen hat. Ich, ich treffe nicht oder töte nicht, er dreht sich um ich bin Tod. Wieder ein andermal äh, sehe ich, wie einer äh, hinter Felsen in der Entfernung in Deckung geht. Ich weiß, er ist dort. Hinter mir kommt allerdings die, die blaue Wand. Ich muss also weiter. Ich war zumindest vorgewarnt, er guckt jetzt hier gleich auf einer der beiden Seiten raus. Er guckt auf der Seite raus, wo ich drauf ziele beim Vorlaufen. Er erschießt mich, ich ihn nicht. Also ich bin einfach zu schlecht. Und jetzt kommt die Pointe. Auch der Heinrich hat weitergespielt. Und von dem kriege ich äh, früh morgens immer Mails wie, oh, schau mal. Oder bin ich wirklich so gut? Platz sieben, Platz drei. Nein. Ja. Und also Heinrich, Heinrich spielt's allein oder will es auch wieder mit mir weiterspielen und so. Also das mal als kleiner Nachgang zur SDK. Äh, sonst habe ich auch weitergespielt auf äh, dem äh, iPad, ein Spiel, das ich euch als Geheimtipp bei der ähm, Jörg-Spielemonat empfohlen habe. Noch ein bisschen weitergespielt. Und ja, ich spiele natürlich The Search. Und da werde ich wahrscheinlich heute die letzte reguläre Folge für morgen aufnehmen. Wir stehen bei 3300 Euro. Und wenn die 3.500 Euro nicht bis Donnerstag, ich sag's natürlich auch meine Folge selbst erreicht werden, endet dieses meisterliche Let's Play, äh, weil wir ja diese Regelung haben, einfach um der, der Planbarkeit willen. Es kann dann aber immer noch sein, dass noch bis 35 nachträglich Folge gemacht wird die Folgen spiele ich natürlich und ich werde auch aufrunden, wenn da 10 Euro fehlen oder 20 oder ansonsten spiele ich eine besonders lange letzte Folge. Aber es könnte jetzt sehr schnell zu Ende gehen und mal sehen, ob ich noch in die Nähe des nächsten Endgegners komme. Ich, ich glaube natürlich, wenn ich dann in Folge, keine Ahnung, 33 sind jetzt finanziert, wenn ich da äh, dann äh, hinkomme, dann ähm, wird es wahrscheinlich noch mal eine spontanen Spendenbereitschaft geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann nächste Woche dann enden. Und ich glaube, mit 33 Folgen haben wir. War, war Dark Souls, war glaube ich, sogar nur 30 Folgen. Wir haben ich jetzt schon dann, da das längst laufende äh, Let's Play. War bei Dark Souls 3 nicht so 29 Folgen? Die 30. waren die Live-Folge? Das waren die Bonusfolge? Nee, ich glaube, es gab Oder? 30 plus die so, ja. Bonusfolge sogar. Ja. Und äh, Aber halt dann 31 und bei The Search sind wir schon jetzt bei 29. Morgen die 30. Und. Dann noch mindestens drei Folgen sind ja finanziert, noch drei weitere. Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Ich hatte, jetzt kann ich das sagen nach alter Zeit, als wir uns überlegt haben, was könnte ich spielen, äh, war The Search das, was ich am ähm, ungernsten auf die Liste getan habe. Und ich glaube, Benjamin hat gesagt, das wird's werden, machte da mal keine Hoffnung oder so. Und ich hatte auf Zelda gehofft. Nee, ich hatte auf Warhammer gehofft als mein Lieblingsding, dann Zelda, dann Horizon. Das war so meine persönliche Hitliste. Und das vierte weiß ich gar nicht mehr. Was war's Wir hatten ja fünf angeboten. Und The Search eben. Ich weiß nicht mehr. Anyway, ich weiß auch nicht. Ähm, das habe ich so gespielt und dann habe ich ein bisschen Serien geguckt, wie gesagt, für einen Off-Topic-Podcast. Und ähm, ja, naja, aber wir haben. Genau, weil ich hätte noch eine Sache gespielt, ja, aber damit kommen wir dann quasi fließend zur Vorschau, weil ich darf noch nichts dazu sagen, Splatoon 2, aber da wird es morgen den ausführlichen Test zu geben. Yeah, ja, ich habe auch noch Sachen gespielt, also Neck 2 zum Beispiel bei dem Event. Übrigens, da bin ich ein bisschen beleidigt, liebe Community. Ich meine, ganz ehrlich, ich spiele da Neck 2, ein wirklich ideenreiches Spiel. Es wird kein Mario Galaxy werden, aber es geht doch schon stark in diese Richtung und interessiert mich persönlich viel mehr als irgendwelche blöden Rayman's oder wo gehst du jetzt schon wieder diese Woche zu einem Event nach Paris hin, aber lassen wir das. Und ähm, das spiele ich zusammen mit... Mark Cerny, einem der wirklich, einem der, der verdientesten Konsolengame-Designer, die gibt. Die wo gibt? Die wo gibt? Nisch? Hier, Marble Madness, Crash Bandicoot, der hat an der, an der PS4 wirklich äh, stark mitentwickelt in Sachen, wie viel RAM kommt da rein und, also, und das Video haben sich, glaube ich, weniger Leute angeschaut, als es das XCOM 2-Video von gestern. Zu dem kommen wir übrigens noch. Das ist auch eine User-Frage da. Anyway, äh, ja genau, dann kriegen wir von dir morgen den Splatoon 2-Test, aber schon heute kriegt ihr den Blitzkrieg 3 Complete, wie immer das Ding wirklich heißt, Test, von Rüdiger Steidle geliefert. Ähm, dann kriegt ihr am Mittwoch den Uncut-Stunden-Doppelschlag zu Battlegrounds. Und auch da, Leute, ich bin beleidigt, wenn der Heinrich doppelt so viele Abrufe kriegt wie meine. Bin ich und Jetzt Heinrich ist so, Heinrich war die halbe Zeit tot, guckt meine Uncut-Stunde, ist viel spannender. Wobei er der dann bis aufs Interface ja auch sieht, was ich sehe. Dann wollen wir euch am Donnerstag äh, den nächsten Abo-Wunschartikel präsentieren. Und zwar schlichtweg den Test der Konsolenfassung von Shadow Tactics. Was um, ja auf PC dem, wer hat es denn da getestet? Der Kasten war es, glaube ich, Nein. sehr gut gefallen hat. 8.0 hat er, glaube ich, gegeben. Um, und im Prinzip bei so einem Konsolennachtest spielen wir es natürlich nicht nur mal neu durch, sondern wir spielen das ein paar Stunden und gehen dann vor allem auf technische Dinge und Bedienungsdinge ein. Aber da ich Shadow Tactics gespielt habe mit dem Gamepad lieber als mit der Maus, man höre und staune. Ist ja schon ein Zeichen. Würde ich mal sehr überrascht sein, wenn, die, wenn sie das jetzt auf einmal verschlimmbessert ja. hätten. Oder wenn Hagen, der wird es nämlich angucken, der Meinung wäre, dass das verschlimmbessert wäre. Ach ja, und übrigens, ja, auch diesen Abo-Wunschartikel werden wir wieder den Praktikanten machen lassen. Hat ja, sich einer voll aufgeregt? Also hm. ich kann das nicht verstehen, also... Ich meine, äh, das finde ich auch immer toll. Also nichts gegen Hagen, aber wenn dann seine Artikel gelobt werden, wie schön sie geschrieben sind, ja, ratet mal, wer da jeden Satz dann umschreibt mit ihm zusammen. Er soll ja was lernen bei der Sache. Also, das, also so zu tun, als würden wir da einen Premium-Artikel quasi billigst. Also sowas macht mich fassungslos. Also wer sowas auch nur denkt, der hat keine Ahnung, wie die Redaktion funktioniert. Naja. Ja, und was sich schon ankündigt, aber wahrscheinlich nicht mehr für diese Woche, wie ich eigentlich noch letzte Woche dachte, ist die Stunde der Kritiker zu Destiny 2, der Beta-Fassung. Ähm, das geht halt auch erst am Donnerstag los und ich glaube nicht, dass wir das mit Zeitverschiebungen und Co. schaffen werden, am Freitag zu schneiden. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag aufnehmen. Natürlich äh, werden wir versuchen, das wieder im Koop zu machen. Das bietet sich einfach sowas von an. Und dann werden wir es euch wahrscheinlich Montag nächster Woche, könnte aber auch Dienstag werden im schlimmsten Fall geben. Sprich dann, wenn die Beta wieder vorbei ist. Aber ich denke, das ist kein Nachteil. Ähm, dann können auch die gucken, die fleißig selber äh, Destiny spielen an diesem langen Wochenende, die in die äh, Beta reingekommen sind und äh, danach ja. noch die SDK angucken. Und es ist, glaube ich, genug drin, um die Stunde zu füllen. Ja, das sollte drin sein. Ja. Ja, ja, nee, ich habe mir die, ich habe mir angeguckt, was sie geschrieben haben und äh, ja. ja, ja und wie gesagt, es gibt ja noch ein paar Folgen weiter von The Search und dann wird's es erstmal eine längere Pause mit Let's Plays geben ähm, und schauen wir mal, also ganz ehrlich, wo ich Lust hätte, vielleicht machen wir da auch keine Umfrage, sondern ähm, sondern machen es einfach, also bieten es euch einfach an mit diesem Geld zurück wie wir's ja jetzt auch hatten schon. Das war Warhammer 2 ähm, äh, machen. Was ich nicht vorhabe, ist Kivami, was ja auch demnächst äh, dann mal rauskommt ähm, im Sommer oder Spätsommer, weil ich glaube, das wird zu viel Yakuza, ganz ehrlich. Aber ähm, wenn dann vielleicht Yakuza 6 im nächsten Frühjahr rauskommt, kann schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Ja, Thema der Woche lassen wir heute mal ausfallen, wegen Themenmangel und langem Podcast. Und machen mit den Userfragen weiter. Und zwar geht's los mit dem Endymion. Späte Userfrage, was habt ihr im Steam-Sale gekauft und was davon tatsächlich gespielt? Also ich kaufe mir nichts im Steam-Sale. Ich kaufe mir entweder Sachen, die mich interessieren oder äh, spiel Dinge, wo wir E-Codes für haben. Aber ich habe mir, glaube ich, noch nie... Irgendwas. Okay. Also, nee, doch, nee? privat, ja, doch, ich habe mal privat schon Sachen gekauft, die gerade zufälligerweise im Sale waren. Aber so, okay. ich bin noch nie an Steam Sale rangegangen, das kaufe ich mir mal da so, auf, auf ja. kaufen oder ja, so. Ja. Äh, Nee, im Steam Sale habe ich auch nichts gekauft, auch nicht im, äh, wie hieß er denn? Ja, auf jeden Fall im Steam Sale bei der Xbox, also in dem Summer Sale oder wie er hieß. Aber dafür halt, was ich eben gesagt habe, das Danganronpa, Das habe ich mir aber wirklich gekauft, weil es gerade im Angebot war und dann dachte, jetzt ist mal Zeit dafür. Okay. Und Big in Japan hieß der Japan hieß der, hieß der Sale. Anonymous an dich, Jörg. Du sagst oft, dass die Anzeigenumsätze stark zurückgehen. Woran denkst du, liegt das? Machen die Hersteller generell weniger Werbung? Gefühlt für mich als User im Web nimmt Werbung eher zu. Ja, also ähm die Anzeigenumsätze gehen deswegen zurück, äh, weil wir stagnieren oder äh, also ich, ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis, aber ich habe das kurz im aktuellen Premium-Magazin äh, im, im ED angesprochen. Weil wir stagnieren oder teilweise in einzelnen Monaten rückläufig sind. Das geht meines Wissens allen Spielemagazinen so und teilweise deutlich stärker. Als, als bei uns der Effekt zu sehen ist. Und zum zweiten äh, gehen die TKPs immer weiter runter, weil durch die enorme Masse, die über Facebook und YouTube zu erreichen ist, man einfach immer schwerer argumentieren kann, äh, dass bei einem Fachmagazin die User teurer sein sollen. Zumal dann, wenn man fast nur noch mit Agenturen zu tun hat, denen es eh um die Spiele überhaupt nicht geht. Also ja, und daran liegt das. Also die Anzeigensätze gehen runter und wir versuchen verzweifelt in jedem Jahr das auszugleichen ähm, und dadurch gibt es immer mehr Crowdfunding-Aktionen. Geil wäre, das habe ich mir schon so oft gewünscht, die Anzeigenumsätze wären auf dem Niveau von 2012 äh, und was wir seitdem durch Crowdfunding und Co. quasi mehr verdienen, hätten wir oben drauf, weil dann gäbe es hier schon längst mindestens einen Mitarbeiter mehr und wir könnten tolle Sachen machen. Aber das ist halt so ein bisschen die Krux, trotz, wie ich finde, guter Ideen und einer starken, treuen Community, ähm, gleichen wir im Wesentlichen das aus, was wir mal hatten. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, Verteidigung des Nordens gegen die White Walker. Also man verteidigt, man, 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 man gewinnt nicht dazu. Aber auf der anderen Seite, ja, ist ja auch schön, wenn man sich hält, trotz widriger Umstände. Also das vielleicht zu deiner Frage. Und dass ansonsten das Internet immer mehr Werbung hat oder generell dein Leben über Social Networks und so weiter, das möchte ich nicht bestreiten. Das ist bestimmt so. Dann derselbe anonymer User nochmal, hat noch eine Theorie. Habt ihr euch in Bezug auf die Anzeigenumsätze nicht auch selbst ein Bein gestellt, indem ihr anonyme Kommentare beschränkt habt? Das hat doch bestimmt einiges an Reichweite gekostet, weil nicht jeder Lust hat, sich zu registrieren oder erstmal auf Freischaltung seines Kommentars zu warten. Ja, bestimmt, aber ich glaube, im kleinen Bereich. Also ähm, die Leute, die dann nicht kommentieren können, lesen ja trotzdem das, was sie interessiert. Und ganz ehrlich, die Leute, die wir zeitweilig äh, hatten oder auch über Jahre hatten, die im Wesentlichen sich ausrotzen wollten und Spaß daran hatten, sich mit mir kommend Gefechte zu liefern, also das, die möchte ich einfach nicht kommentieren lassen. Also das ist ja eine Entscheidung gewesen vor zwei Jahren. Und ganz ehrlich, das sind doch auch die Ersten, die mit Adblocker kommen und denen scheißegal ist, wie es uns geht und ob wir da Kohle mit ihnen verdienen können. Und dann kommt dazu, dass man als anonymer User, äh, der, der hier ein bisschen kommentiert, ja, also einen derart geringen Effekt hat auf unsere tatsächlichen Einnahmen, da ist mir jeder einzelne Abonnent, der uns 3,99 im Monat zahlt, lieber. Also, also um, um ein hundertfaches lieber, was ungefähr auch den Einkommensunterschieden äh, entspricht oder ein tausendfaches. Anyway, also nichts gegen anonyme User, man kann ja nach wie vor kommentieren, wir schalten auch durchaus kontroverse Sachen nach wie vor frei, aber es ist in der Tat so, seit nicht jeder Mensch äh, einfach so seine Gedanken hinterlassen kann, äh, gibt es deutlich weniger anonyme Comments, die könnten ja genauso viel schreiben, machen sie aber nicht, was aber auch zeigt, was die meisten angetrieben hat äh, und das war eben nicht die sinnvolle Meinungsäußerung, das muss man einfach mal so sagen. Weil ganz ehrlich, unsere Mods passen auf, äh, also es ist selten, dass jemand kommentiert und muss dann Stunden auf die Freischaltung warten. Der ja, muss ein bisschen natürlich jetzt warten, aber oft wirklich nur Minuten. Und ihr könnt ja selbst sehen, wie viele anonyme Kommentare es gibt. Das hat wirklich stark nachgelassen. Maulwurfen möchte wissen: Ultimate General Civil War ist am 14.07. erschienen. Ist eventuell ein Test geplant? Äh, nee, also ich hatte ich es mir ja schon angeschaut. Ich glaube, ich habe auch darüber geschrieben im, im äh, Jörg Spielemonat. Und das ist jetzt ja wahrscheinlich die endlich fertige Version auf Steam, vermute ich mal. Äh, und da hatte mir, wir warten, das war's der Vampiro, geschrieben, die sei viel besser als die ähm, iOS-Version, die ich kannte, weil dynamische Kampagne und bessere KI, mit der besseren KI, wundert mich, weil... Ähm, da sehe ich jetzt keinen Anlass und auch keine Chance für einen eher kleineren Entwickler, da verschiedene KIs zu programmieren. Aber vielleicht weniger Rechenzeit, wobei die iOS-Geräte gar nicht so schlecht sind vom Prozessor her. Anyway, also ein Test ist da gerade nicht geplant, aber es kann sehr gut sein, dass ich mir das aus Privatinteresse anschaue. Und Dinge, die ich mir aus Privatinteresse anschaue, landen ja dann, wenn ich sie länger als ein paar Minuten spiele, äh, in aller Regel in einem Spielemonat. Die Frage von Lemmy Wings, ob es ein Let's Play zu Yakuza Kiwami haben geben wir wird, Folgen. hast du eben schon beantwortet. Also, also und ich möchte nicht ausschließen, keine Ahnung. Wenn, wenn der Hersteller sagt, hier, ich zahle dir 5000 Euro, damit du das machst, 30 Folgen lang, dann würde ich da ernsthaft drüberlegen und würde, also das ist kein Aufruf und die haben, die haben für ganz Deutschland kein Budget von 5000 Euro, um dieses Spiel zu bewerben. Also Koch in dem Fall oder ja, Sega und Koch. Also macht euch da mal keine Sorgen, aber sehe ich jetzt kein grundsätzliches Problem. Würde man schreiben hier, wird gesponsert, dann würde ich natürlich nicht noch zusätzlichen User-Sponsoring machen und dann würde man das machen. Ja, warum denn nicht? Zarot bei der Osteraktion für Neukunden. Aber das heißt natürlich in Wahrheit, es wird es nicht geben, nur dass das richtig angekommen ist. Sorry, dass ich dir jetzt da habe. Ich wiederhole die Fragen nochmal, die ersten drei Wörter. Also, Zarot war. Stört sich eigentlich, wenn man dir reinredet, so während du redest? Das kommt drauf an. Ah. Äh, du kannst ja mal versuchen. Bei der Osteraktion für Neukunden habt ihr auch eine Aktion mi, mi, für Bestandskunden für ah. voraussichtlich Juni, Juli angekündigt. Ist die Planung, ist ein Affe, noch aktuell? der dir spricht? Ein dreiköpfiger? Ja. Nee, das war jetzt echt gut. muss ich die Frage jetzt nochmal lesen, oder? Weil ja genau, weil habe. ich selbst gar nicht zu gehört habe. <laughs> ja, die Planung ist noch aktuell. Ja, das war eine kurze Antwort. Ähm, Oranje und ich glaube, jetzt kann ich mal ein paar Minuten abschalten. Was ist aus der für letzten Mittwoch geplanten Viertelstunde für die XCOM 2 Erweiterung geworden? Ja, das äh, kann ich gerne erzählen. Äh, es gibt ja mittlerweile ein Preview-Video äh, dazu, wo ich auch noch diverse Stichpunkte zum Spiel dazu geschrieben habe. Es war so, als ich bei uh, Take Two war, konnte ich das Ding über zwei Stunden lang spielen und hab's auch gespielt und hab's weit gespielt. Ich war echt gut. Ich habe auch andere Anwesende wirklich deklassiert. Da war ich mit dieser langen Erstmission fertig. Da waren die noch in der Mitte davon. Und ich habe wirklich viel aufgenommen und viel hätte ich zeigen können. Zum Beispiel das Ende der Anfangsmission, dann die neue Weltkarte, die natürlich aussieht wie die alte mit neuen Elementen, wie ich da neue Gebäude in Auftrag gebe, was da passiert und den neuen Missionstyp der Befreiungsmission und was diese, ähm, na sag schon, Chosen auf der Karte so anstellen. Und ich war echt, ich war so begeistert. Und das ist nämlich genau das, was ich für eine Viertelstunde brauche, dass ich ein Spiel mehrere Stunden spielen kann, verschiedenste Sachen zeigen kann, so dass ich für die Normal-User eine spannende Viertelstunde zusammenbekomme, aber noch mehr Spannendes für die Premium-User habe. So, und dann bin ich heimgekommen mit unserem treuen Silberpfeil. Das ist ein, so, ja, man muss dazu sagen, das, das, ist. das ist also keine Bahn und auch kein Rennauto von Mercedes, sondern das ist also kein Zug und keine, sondern es ist ein. Ähm, Im Prinzip ist es ein Gehäuse mit einer Festplatte aber ein Gehäuse, das X-Anschlüsse hat: USB äh, 3.0, äh, 2.0, äh, FireWire. Und ähm, nachher diese, diese, wie heißt denn das, die, diese direkte Festplattenverbindung, wo du es quasi äh, mit auf dem Mainboard anstöpseln kannst. SATA. Sata. Oder eSATA was das da Ich glaube eSATA ist es. Genau. Mit. Und ähm, das ist halt super praktisch. Es ist schnell, wir haben eine schnelle Festplatte drin und wir können es halt hier rumtragen und äh, überall anschließen. Das dumme ist, es braucht Strom, das ist das Einzige. Aber es ist ideal, um, um gigabyteweise Aufnahmen zum Beispiel aus dem, aus dem Videoraum einen Meter weiter in den Schnittraum zu bringen, weil äh, über das Internetzwerk würde es viel, 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 viel länger dauern. Ja, und äh, mit diesem Ding war ich dann vor Ort und habe darauf aufgenommen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ab und zu, wenn er das kennt mit ShadowPlay, äh, dass so das Warn-Dings kam, dass es gerade nicht aufnimmt. Und dann habe ich die gefragt. Moment, ich habe hier ein Problem, was ist denn das? Dann meinten die, nee, ist es ist normal, das haben wir in der Version, vor allem bei den Cutscenes, mach einfach Ende statt neun, dann geht's wieder. Das habe ich gemacht, hatte das den. Nächste Fall dann. Das nächste Pfeil ist ja wurscht. Es waren immer nur ein paar Sekunden, habe immer wieder neu gestartet. Und dann wurde auch wieder, es, es nimmt richtig auf, angezeigt und so weiter. Und ich hatte am Ende so 20, 25 Aufnahmen, etwa, ich würde mal sagen, eine Stunde Länge von diesen zwei Stunden 15 oder so, die ich gespielt habe, kam in die Redaktion zurück und ich weiß nicht, haben wir es am selben Tag gemerkt oder am nächsten. Die, die Aufnahmen sind allesamt nichts geworden. Die meisten waren überhaupt nicht lesbar, andere wurden als 640x480 angezeigt. Wenn wir es dann eingeladen haben, war alles scheiße. Dann kam ein kurzer Sound und das Bild war wieder schwarz. Alles kaputt. Und das war natürlich äh, Gau. Und dann habe ich äh, Take Two angerufen. Hey, was können wir da machen? Und die haben gesagt, hey, wir haben hier noch jemanden da und von dem können wir das schicken, der das quasi captures, der braucht das capturing nicht, ja. Und darauf haben wir dann ein paar Tage gewartet und äh, kamen dann irgendwann und leider Gottes, äh, ja, hat der halt eine Dreiviertelstunde gebraucht bis zum Anfang. Der, des dritten Teils der, dieser, dieser schön geskripteten Mission, die man ja auch jetzt in meinem Video sieht. Und danach war Schluss. Das heißt, der hat nicht die Hälfte von dem gesehen, was ich gesehen habe. Und mit dem Material wollte ich einfach keine Viertelstunde machen. Also technisch wäre es möglich gewesen. Ich habe eine Dreiviertelstunde ziemlich genau Material. Aber das, was ihr seht im zwölf Minuten Video, ist das, was ich spannend fand. Natürlich hätte ich das noch ein bisschen länger machen können. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Dann nochmal, also die Viertelstunde hätte ich damit schon hingekriegt. Das wäre nur drei Minuten Unterschied gewesen. Aber da dann nochmal die üblichen 10 bis 15 Minuten für die Premium-Abonnenten drauflegen. Nee, sowas mache ich nicht. Also da habe ich, nee, mache ich nicht. Also da habe ich ein zu großes Qualitätsbewusstsein, was unsere Arbeit hier anbelangt. Und darum ist es nichts geworden. Shit happens, kann kann echt mal passieren. Also... Und es ärgert mich wahnsinnig. Wisst ihr, es macht mir wirklich Spaß, Dinge zu zeigen. Dann, äh, dann, dann war das auch echt eine tolle Partie. Mir ist viel geglückt. Mir sind noch Leute gestorben, aber nie die entscheiden. Ich bin da wirklich durchmarschiert. Und dann bei dieser Befreiungsmission auch alles super geklappt. Und dann gab's den, den typischen XCOM-Moment. Ich war ein Zug entfernt von dem Extraction Point. Ja mit allen drei Leuten, der der festgenommene, den hatte ich befreit und einem über die Schulter geworfen. Und jetzt muss man wissen bei diesen neuen Befreiungsmissionen, da greift man halt eine gegnerische Basis an und infiltriert sie und die hat am Anfang äh, Alarmstufe 0 und dann geht das sehr schnell hoch, sobald man entdeckt wird. Und bei mir war dann halt Alarmstufe 10 und da kam tatsächlich jede einzelne Runde kam Nachschub. Und wer das Spiel kennt, weiß, was das heißt. Und dann, es war wirklich klassisch. Selbst dann hätte ich es noch geschafft, aber mit einem 85% Schuss habe ich nicht getroffen. Und das war's. Dann war der Gegner nicht tot. Das war einer mit so einem Lähmstab. Und dann war's aus. Und das wäre so fantastisch gewesen im Video, gerade für die Premium User. Und da bin ich wirklich tot unglücklich. Aber ich krieg die Daten nicht wieder. Sie sind tot. Sie sind nur auf diesen Dings nur noch. Kopf. Und genau, nur noch in meinem Kopf. Aber es kommt ja auch irgendwann mal raus zum Testen. Und dann gucken wir mal. Wird vielleicht nicht eine Viertelstunde werden, das machen wir ja lieber zu den preview ähm, versionen Aber schauen wir mal. Also, ihr werdet schon noch Jörg Leiden sehen. Gut, das lese ich mal eine vor. Von Kopfsdeep. Da es bei den Hamburgern letztens so toll geklappt hat, er meint nicht äh, das äh, Zerdeppern von äh, Privatautos, glaube ich, sondern er meint die Hamburger. Wie sieht eure ideale Pizza aus? Und als Bonusfrage, bestellt ihr beim Italiener lieber Pasta oder Pizza? Herr Fendt. Also bestellen lieber Pizza und die ideale Pizza sieht folgendermaßen aus. Nicht zu so viel Tomatensauce. Also es darf, natürlich soll der Tomatensauce drauf sein, aber nicht zu so viel. Dann Mozzarella-Käse und dann eine dünn geschnittene Salami. Und äh, das war es eigentlich auch schon, weil zu viele Beläge auf eine Pizza, also wenn da jetzt noch Schinken und Pilze und Paprika, was ja auch einige Leute machen, alles drauf kommt. Nee, das ist keine Pizza mehr. Also äh, eine gute Pizza ist eine Salami-Pizza, das reicht auch. Also ich versuche mich von Pizza fernzuhalten, weil es eine doch sehr kalorienreiche Nahrung ist. Äh, aber wenn, dann mag ich auch dir folgend so eine Prosciutto sehr gerne und nicht zu viel Schnickschnack. Äh, ja, Meeresfrüchte mag ich gern, aber das ist dann meistens irgendwas draufgekippt und so. Und also wenn ich Pizza esse, ist es eher, wenn wir die selber machen, also mit so einem äh, Kaufteig aus der, ähm, aus der Kühltruhe oder aus der, na nicht Kühltruhe, aus dem Kühlregal. Dann kann man, also das sind meistens ganz gute Teigs und die kann man dann selbst belegen und dann wird eher viel Tomatensauce, eher wenig Käse und dann halt ein leckerer Schinken oder so. Das, das esse ich dann schon auch mal mit. Ähm, und beim Italiener, äh, also in Italien versuche ich keine Pizza zu bestellen, dann nehme ich echt tatsächlich lieber Pasta oder irgendwie Fleisch. Das machen sie eigentlich auch immer ganz lecker, die, die Südländer. Und äh, ja, hier gehe ich eigentlich nie zur... Zum, also, wenn, wenn ist es mal eine Verzweiflungsbestellpizza oder halt eine selbstgemachte? Ja, Verzweiflungsbestellpizza war bei mir vor ein paar Wochen Verzweiflungstiefkühlpizza. Da habe ich. American irgendeine Big Pizza und ich wollte mal ein Experiment wagen Burger Pizza also mhm. nicht nicht diese nicht diese Burger sondern eine ja, ja, gut, ähm, also, Big American Pizza ja, ja. aber wo Hackfleisch und die sollten nach Burger ach. schmecken war die war eklig also dieses, dieses ganze Zeug oder wenn sie so Nudeln noch mal drauf ja, machen ja, oder ja, ach ja, genau. oder Pommes du, genau. das kann man auf Kindergeburtstagen machen aber Leute wer sowas isst der Pommes, das habe ich jetzt mal hier in München ja gesehen, hab ich habe ich schon mehrmals hier in München gesehen ist das normal dass man in einen äh, Gyros Pizza Pommes mit reinlegt Nee. Nee, das habe ich mich schon mehrmals hier in München gesehen. Ich kenne naja. das so nämlich auch nicht. Auch die, äh, die türkischstämmigen Fast Food Restaurants gehen mit der Zeit, was die Kunden essen. Ähm, achso, und eins sollte ich noch sagen: Ich liebe Knoblauch. Das heißt, solltet ihr jemals eine von mir belegte Knoblauchpizza essen, guckt, dass ihr in der Woche drauf niemanden küssen oder in einer One-to-One-Präsentation ja, von eurem Projekt überzeugen müsst. Hm, willst du sagen, dass ich gerade nach nee. nee, du hast ja gestern nur gegrillt, oder? Ja. Ähm, was mich daran erinnert, wir müssen auch noch unser Koch... Ähm, unser Kochvideo machen, machen. Das wird aber wahrscheinlich eher Richtung vielleicht können wir das mit der Weihnachtsfeier, soll das die Weihnachtsfeier geben, kombinieren. Weil beim Grillen hat sich nicht angeboten, haben wir auch kurz drüber nachgedacht. Aber da dachte ich ja eher an, an so Tofu-Gerichte von mir und so mit, ja, ja. Hm. Ah, ja. Okay, und noch eine letzte Frage. Achso, das ist dann an mich nochmal. Ja, von Myke, Myke, er weiß, er ist gemeint. Jörg, welche Tipps hast du, um den Jetlag zu bekämpfen, wenn du nach Japan zur TGS unterwegs bist? Ich war gerade in Singapur und hatte massive Probleme. Ähm, ja, Singapur würde ich auch mal gerne hin. Ähm. Das ist eigentlich, das ist just sowas, was ich in den Tokyo Updates jetzt so nach und nach schreiben möchte, nämlich meine ganzen äh, Tricks Tokyo betreffend, aber auch Reiseplanung und so kleine Reisehacks oder was mache ich mit dem Internet und so weiter. Aber ich kann da gerne auch jetzt schon was zu sagen, dann lasse ich es vielleicht in Updates. Ich habe genug zu schreiben. Ähm, also beim Chatlag ist es so, dass ich Chatlag anfällig bin. Aber äh, wie die meisten Menschen, vor allem in östliche Richtungen, das ist vor allem halt, wenn du nach Japan fliegst, scheiße. Äh, was gut ist, wenn du zurückkommst, äh, da stecke ich es ganz gut weg. Aber mein Trick ist tatsächlich folgender, äh, da ich dann doch äh, fast immer Economy fliege, ähm, äh, kann ich kaum schlafen. Und ähm, äh, obwohl ich klein bin und mich eigentlich auf einem Sitz natürlich längst ausstrecken könnte, denkt sich der Christoph gerade der sich damit auch für die nächsten fünf Jahre äh, die Gehaltserhöhung verspielt hat. Aber die, ähm, die Wahrheit ist, also ein bisschen einigen tue ich dann schon, also wenn du müde genug bist. Und ähm, ich behelfe mir tatsächlich dann während des Flugs damit, dass ich äh, zwei Melatonin-Tabletten nehme, aus USA quasi mitgebracht. Und Was ist das, Schlaftabletten? Melatonin ist ein ähm, Enzym, dass der Körper ausscheidet, um müde zu werden. Okay. Und das Übliche, da es auch, äh, ja, angeblich es keinen Nachweis der, der Wirkung. Und es wirkt auch nicht, wenn du es am mittleren Tag irgendwie einwirfst und so. Aber wenn du, wenn du das kurz bevor du schlafen willst machst und dann guckst, dass du eine Schlafbrille überziehst und äh, die Ohren mit Wachs verschließt oder was auch immer du hast, ähm, dann führt das zumindest bei mir tatsächlich dazu, dass ich so einen unruhigen drei, vier Stunden immer wieder wach wird, aber weiter vor mich hin äh, Proto-Schlaf irgendwie erreiche. Und dann ist noch äh, die Sache, dass ich, was ich sonst eigentlich gar nicht mache, dass ich dann nachts gerne eine Schlaf-, äh, wieder so ein Melatonin nehme. Und äh, eine Schmerztablette. Und zwar hilft mir die Schmerztablette nicht beim allerersten Wehwehchen, Licht scheint ins Zimmer oder ich, ich, ich müsste eigentlich äh, die Blase entleeren oder so. Wenn, wenn du aus dem Rhythmus bist, also ist meine Erfahrung, wachst du total leicht von allem auf und das hilft dann so ein bisschen die erste Nacht durchzuschlafen und dann bin ich meistens so weit im Tritt, dass alles geht. Also das wäre da mein Hack. Und ansonsten kann ich im Flugzeug nur empfehlen, viel trinken, wenn man nicht schlafen möchte, oft aufs Klo gehen, dann hat man gleich ein bisschen Bewegung. Und ähm, was mir auch manchmal hilft, ist so: das habe ich eigentlich auch immer dabei, so ein Spray mit Meerwasser, äh, also so salziges Meerwasserspray, damit du deine Schleimhäute befeuchtest, weil die Luft okay. ist so unglaublich trocken im, im äh, Flugzeug. Und da ist es noch oft so, wenn, wenn dann die Leute um dich herum husten und niesen und röcheln, das ist ja alles, das wird ja immer wieder umgewälzt. Und ähm, wenn dann deine Schleimhäute befeuchtet sind, dann hast du eine bessere Chance, dass das abgewehrt wird und gar nicht erst bei dir reinkommt. Okay. Wenn du dagegen dann selbst eine raue Schleimhaut hast, wo sich dann auch das Zeug reinsetzt, schon mal, dann hast du eine gute Chance, eine Erkältung aus dem Flug mitzubringen. Also, das ist so mein, meine kleinen Lifehacks. Ansonsten bin ich niemand wie, wie Mick Schnelle, der sich das Essen selbst mitbringt. Also, ich, ich gut, da also habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht mit Iberia auf dem Rückflug von oh, der genau. E3. Aber ich esse eigentlich alles. Also, auch, also dass es mir mal nicht schmeckt, ist echt selten. Also, ich bin da völlig anspruchslos. Also, mir schmeckt das da nicht wie, ha, tolles Essen oder so. Aber ich bin da enorm anspruchslos. Das, das hilft mir beim Fliegen. Genau, also das sind meine Tipps und ähm, mehr solcher Tipps in schöner Ausführlichkeit hört ihr bei den tokyo planungsupdates Das nächste wird sich um das Thema Hotels drehen, wenn alles nach Plan läuft und wird wahrscheinlich schon im Laufe dieser Woche gebracht werden. Genau, vielleicht bringen wir das ein bisschen früher in der Woche und dann nächste Woche zwei oder so. Weil, weißt weiß es ein paar Tage dazwischen sind. Mhm. Anyway, wer noch nicht gespendet hat kriegt wertvolle Tipps fürs Leben, die nicht nur auf Japan anwendbar sind. Also schnell ein Fünfer einwerfen, dann seid ihr dabei. Jetzt haben wir genug Jetzt gesprochen, wir oder? 40 genau. Minuten haben wir wieder fast. Lass uns doch mal verabschieden und bis zur nächsten Woche sagen. Tschö. Du hast nicht, du hast nicht bis zur nächsten Woche gesagt. Äh, bis zur nächsten Woche. Tschö. Tschö. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.